Hallo liebe Kinder, mein Name ist Zero und heute zeige ich euch, wie man eine Atomrakete startet. Ja, moin moin. Also, es gibt ja jetzt bei YouTube was Neues und zwar muss man jetzt seine Videos bestätigen, dass sie kinderfreundlich sind. Und wir haben gerade festgestellt, Zero ist kinderfreundlich. Lernt Kinder, wie man Atomraketen startet. Was die sich immer wieder Neues einfallen lassen. Willkommen, General. Scan. Schlüsselkarte erkannt. Begeben Sie sich mit Ihrer Atomraketenschlüsselkarte und dem Startcode zum Kontrollraum, um den Start einzuleiten. Oh ja, es ist schon viel besser als beim ersten Mal durchgehen. Das heißt, wenn wir uns hier easy durchschleichen, können wir sie alle one-shotten. Es sei denn, sie wollen nicht. Ach ja, ich liebe diese Knarre. Das nehmen wir mal mit. So. Auf dem Weg hierher. Ich musste das Ganze übrigens nochmal neu machen. Auf dem Weg hierher habe ich nochmal so einen Vertibird gesehen mit einer Atomschlüsselkarte. Den habe ich natürlich direkt abgezockt, weil ich Angst hatte, dass jemand anderes gleich die Atomrakete starten will, wenn ich es nicht tue. Ja, geil. Ja, ist gut. Ich bin doch schon nicht mehr im Bilde. Ah, komm mal, Schrauben. Und ich hoffe, ich habe damit ein bisschen Zeit gewonnen. So, wie machen wir das mit dem? Ein bisschen radikaler, ja? Du stehst drauf, mit Lasern beschossen zu werden? Hm? Oder sind zwei? Das erklärt einiges. Okay, keine Sorge, ich bin vorsichtig. Es geht hier ab. Okay, wir kennen ja noch den halbwegs den Weg und hoffentlich wird diesmal kein Legendärer zwischen uns und unserem Sieg stehen. Okay, Radioaktivität ist kacke. Wir ziehen unsere Baggerrüstung an. Ich ziehe sie eigentlich nicht so gerne an. Warnung, Reaktorleck festgestellt. Sicherheitsabsperrung eingeleitet. Schotttüren wurden zur Eindämmung der Kontamination verriegelt. Techniker-Team, begeben Sie sich zur Reaktorkontrollstation, um Reparaturen anzuleiten. Wo ist der andere? Okay. Das nehmen wir mal an uns, das auch. So. Wir haben doch irgendwas mit hier zerballern und so ein Kack, ne? Ich hab dich gesehen, Junge! Ich glaube, hier ist eine Scheibe. Oh, ich bin am Verdursten. Aber ich habe natürlich Vorbereitungen genau gemacht. Keine Sorge, Leute. So, muss ich hier irgendwo drauf drücken oder so, damit das Ding startet? Ja, nee, kannst du knicken. Das mache ich nicht. Beim besten Willen nicht. Stattdessen gehen wir jetzt hier weiter. Hup. Er ist nicht tot. Geil. Jetzt bin ich am Arsch. Aber brennt fröhlich vor sich hin. Oh oh. Mister Aggressortron, ich darf leider meine Laserwaffe nicht verwenden. Ich brauche meine Powerrüstung. Oh, gut. Fernator wird's richten. Bam, 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 bam. So. Okay. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Wir werden gesucht. Solange ich mich hier verstecke, ne? Ein bisschen right away. Ach, du schon wieder. Kaboom. Du hast mich ja nicht mal gesehen! Ernsthaft? Ist das euer Ernst? Erstmal ein Schuss damit. Oh, obwohl, ich kann dich auch damit ganz töten. Vor allem einen Roboter töten, ja. Für mich lebt alles. Es hat eine Seele. Es weiß, dass ich böse bin.
Nanu, du da hinten. Na gut, war ein Versuch wert. Ich sehe ein Ventilator. Ah! Ich hasse auch dich, ne? Ich hasse diese Viecher jetzt schon. Okay. Reparatur eingeleitet. Und auch nicht. Warum? Geht doch weg. Ich stehe da doch schon seit einer halben Stunde nicht mehr. Okay. Bin der Schleichmaster 3000. Okay. Ich bin dumm. Ich habe die Lampe getroffen. Noch irgendwo so ein Viech? Nein? Danke. Aber wenn ich sie nicht reparieren muss, was mache ich denn dann? Vielleicht muss ich reparieren. Normalerweise sind die Dinger zum Reparieren da. Oh, ich habe schon längst vergessen, was ich machen soll. Warst du legendär? Hallo, ist noch was von dir übrig? Verdammt! Bist du die legendäre? Nee, ne? Dreck. Der war wohl legendär. Ha! Nein? Wieso ist er explodiert? Hä? Check ich nicht. Es kann nicht der gewesen sein, der explodiert ist. Da muss ja in 1000 Fetzen zerfetzt worden sein. Naja, egal. Aber wenn ich sie nicht reparieren kann, soll ich sie dann kaputt machen? Nee. Kontakt. Also klar. Einmal aufgestanden. Ich bin einmal aufgestanden. Naja, ich wollte eigentlich den Ventilator hier holen. Oh. Oh. Das ist ungünstig. Ich glaube, das ist passiert, oder? Nee, das war schon eine Explosion. Du kannst froh sein, dass ich meinen Handschuh nicht rausholen kann. Oh, ich bin tot! Wieso bin ich tot? Hilfe! Hilfe! Wieso bin ich tot? What the fuck? So, wo ist die Wurst? Jetzt bin ich aber pissig auf dich. Du bist nicht die Wurst. Aber du bist immer noch Fernator, ne? Okay. Jängelst der Mond auf, hä? Du jängelst den Mond aufnehmen. Was soll das denn? Kann man vielleicht gebrauchen. Irgendwas war da ja mit den Dingern, ne? Oh. Ist nichts gesehen. Was hältst du davon? Ich dachte, man muss die Dinger reparieren. Jetzt bin ich aber verwirrt. Eine Nacht voller Gewalt? Nein! Ich liebe diese Quest. Jetzt bin ich hier. Oh. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich weiß es nicht mehr.
Das muss ja irgendwas hiermit zu tun haben. Wieso explodieren hier Dinge? Ja, ich meine, wenn ich das Ganze umgehen kann mit dem Schissel hier, dann mach ich das doch. So, Perception, nicht wahr? Perception, ja, so. Einbrecher, so. Ich hasse das. Es ist... Ich bin nicht fit genug dafür, Leute. Meine Nerven explodieren gerade schon. Ah! Ja geil, damit kann ich das auf jeden Fall umgehen. Hat sich jetzt nicht gelohnt. Was zum? Da wollte ich hin. Ja, ich würde sagen, ich schaue mich mal hier um und dann sehen wir uns gleich wieder. Aha, was haben wir denn hier gefunden? Reaktor abschalten. Das war's. Wow. Abschaltung durchgeführt. Jetzt reparieren. Abschaltung festgestellt. Leitet Sicherheitsmaßnahmen ein. Sicherheitsvorfall im Reaktorbereich. Töten. Weg mit euch. Töten. Weg mit euch. Weg. Ja, genau. Immer schön weg. Toleriert. Ja, du setzt hier Gewalt ein. Ich will hier nur reparieren. Ich will hier Gutes tun. Genau. Zieh dich. Verzieh dich. Kann ich nicht treffen, oder was? Ach so. Ja, gut. Ach, warum du? Ich hab keine Wahl. Hab nur noch zwei Kerne, aber egal. So, wo kommt hier noch Dampf raus? Hier? Da. Noch irgendwo Dampf? Da hinten. So, ich sehe da noch Dampf und ich habe hinter mir noch was gehört. Nein, tu es nicht. Es ist ein Fehler. Ich helfe dir. Du gehst kaputt. Und ich auch. Zwei Dinge, die ich nicht möchte. Eine Minute bis zum automatischen Systemneustart. Mir fehlt irgendwie noch ein so ein Ding, ne? Ich find's nicht. Ich hör's. Nein, das war's doch nicht. Okay, jetzt kommt die Panik. Feindliches Ziel, Ide. Zusätzliche Sicherheit erforderlich. Scheiße, Mann. Wo ist denn das letzte Ding? Achso, optional, starte den Reaktor neu. Huhuhu. Genau, Fehlalarm. Ich hasse diesen Delay in Fallout 76, das ist echt schlimm. System Neustart ein. Neustart durchgeführt. Reaktorsystemintegrität wiederhergestellt. Du bist panzerbrechend, ne? Öffne Schotttüren. Bitte halten Sie die Türen frei. Die 10mm Pistole ist hier.
Wenn du panzerbrechend bist, ne? Dann gucken wir mal, wie gut du drauf bist. Ich habe hier noch ein Mr. Gutzi gehört. Da läuft er rum. Testen wir mal deine Effektivität. Ja gut, du bist eine 10 mm, aber panzerbrechend. Alter Junge, spring darüber. Nett, ist aber Schleichschaden. Deswegen. Gehen wir hier durch. Okay. Ich erinnere mich, hier waren auch verdammt viele Gegner. Und irgendwo eine Abkürzung zurück zum Anfang. Ah, die brauchen wir nicht, Leute. Ey, ich bin Profi. Oho. So, dann beginnt das Spielchen wieder, wa? Daran erinnere ich mich doch. Da hat's beim letzten Mal ein bisschen gehapert. Oh, fehlt noch eine Menge, wa? Was ist hier drin? Ah, nochmal eine Menge. Zentralrechnerintegrität bei 75%. Wie der mich ankotzt. Okay, so, das dazu. Hier haben wir alles zerstört, ne? Warte kurz, jetzt weiter. Die 10 mm ist cool. Ich hab dich gesehen. Sicherheitsteams zum Sektor Gamma. Ich hab's gehört. Mann, wie kann ich immer auf denselben Trick drauf reinfallen? Ich bin der Coyote aus Roadrunner. Gibt's nicht. Na gut. Wer will in den Hintern getreten werden? Ich wollte gerade sagen, die haben es nicht bemerkt. Gut, die kommen ja hier nicht hin, ne? Ah doch, die kommen hier hin. Ich hatte das Problem schon mal. Okay. Hast du gedacht, du kannst dich anschleichen, ja? Ja, du musst aber schon an der Decke kleben, um mich an mich ranzuschleichen. Ich hasse euch alle. Ich werde das Ding nicht knacken. Ich habe da keinen Bock drauf. Hier, dann kommt alles weg hier. Zack. 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 Zentralrechnerintegrität bei 50%. Oh, ich kann jetzt hier durch. Nice. Du bist nicht legendär, nein? Hör auf zu explodieren in meinem Rücken! Ja, kein Schleichschaden. Danke für das Spiel. Oh, bevor mich das Ding tötet hier, ey.
Gefahr, sehr schön. Kein Schleichschaden, doch. Oh. Hallo. Hallo. Du machst mir keinen Schaden, Junge. Die da macht Schaden. Oh, sie ist weg. Zwischen die Beine! Oh, bist du... Lucky. Toll, die Pistole ist gleich am Arsch. Okay. Okay. Ich finde euch anderen Dreckswichser. Wo seid ihr? Ich weiß ganz genau, dass ihr da seid. Okay, hier ist safe. Okay, safe. Man könnte ihn wahrscheinlich auch knacken, aber in der Zeit, wo ich das Ding knacken müsste, kann ich ja locker die Dinger hier kaputt machen. Den Stress tue ich mir nicht an. Da kriege ich wirklich noch einen Herzinfarkt. Zentralrechner Integrität bei 25%. Ha! Hä? Was? Der Schleichschaden zieht dir ein Viertel ab, aber normaler Schuss... Okay, nein, ist okay. Ich verstehe die Logik in Fallout 76. Ich wollte schon 75 sagen. Hab schon abgewertet. Sicherheitsteams zur Betriebszentrale. Oh, Leute. Ich würde sagen, bevor wir den Rest machen, obwohl, wir machen Gott noch den Rest. Komm, was soll's, scheiß drauf. Die paar Minuten machen sie jetzt auch nicht mehr fett. Aber ich muss langsam die Folge beenden. Oh! Quantum Bear, kenn ich schon! Scheiße. Warum kriege ich immer nur Sachen, die ich kenne? Über Sachen, die ich nicht kenne. Nice. Melden Sie sich für umgehende Reparaturen in der Betriebszentrale. Alles klar, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht das da rein und dann starten wir die Atombombe und dann töten wir Fernier. Der wird da irgendwo rumlaufen. Der läuft immer da irgendwo rum. Haut rein.